Grüß euch, liebe Zuschauer. Servus auf Hauptkanal YouTube. Ein kurzes Video, wie der öffentlich-rechtliche Staatsfunk denn so tickt. Und der Ton wird schärfer, weil die Argumente ja schon lange eigentlich nie vorhanden waren und ausgegangen sind, obwohl sie eigentlich wirklich nie vorhanden waren. Und jetzt werden halt die Bandagen immer härter und die Schrauben werden angezogen und die Formulierungen sind dann schon leicht fragwürdige. Das ist wirklich nur ein Beispiel, was hier in diesem Land abgeht. Ich habe es extra archiviert. Tagesschau.de Kommentar, Twitter-Übernahme Musk. 7 Tage der Zerstörung. Schlimmer hätte die erste Woche nach der Übernahme für Twitter kaum laufen können und doch, es könnte noch wesentlich schlimmer kommen. Das zu verhindern liege letztlich auch bei den Nutzern selbst. Nils Dampz. Ja, schauen wir mal, ARD-Studio Los Angeles. Wer ist das eigentlich? Ja, da wollen wir vielleicht noch mal kurz nachschauen. Das ist dieser sympathische junge Mann hier. Mit seinem ungebügelten Levi's-T-Shirt. Okay. Twitter-Übernahme ist bla bla bla, zu viel Macht und Musk allein und schmeißt Leute raus und China und was weiß ich. Ja, das ist alles, alles irgendwie das Übliche. Jetzt wird es aber hier hart. Ja. Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum Marktplatz der Debatte werden solle. Aber auf seinem Marktplatz sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten, um im Marktplatzbild zu bleiben, in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Ja, nochmal, rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen und genau diese Ratten in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Also wir sind auf YouTube. Also ich kenne durchaus Publikationen aus von vor circa 90 Jahren, ja, und später, die durchaus diese Formulierungen verwendet haben. Also der Böhmermann sprach ja auch von Kinder sind wie die Ratten in der Pestzeit, ja, damals so. Und jetzt übernimmt halt auch die ARD Tagesschau diese Formulierung. Das steht auf der offiziellen Seite unseres von uns finanzierten öffentlichen rechtlichen Rundfunks, ja. Da fehlen einem einfach die Worte. Ich sage es gerne nochmal: genau diese Ratten in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Ja, also muss man ja schon dankbar sein, dass es nicht noch andere Vorschläge gibt, ja, was mit diesen rassistischen oder verschwörerischen Ratten so passieren soll. Ja. In diesem Sinne, ich habe nur zitiert, Frau YouTube, ja, nur um hier mal darzustellen, wie denn die so mancher oder vielleicht die meisten oder vielleicht sogar alle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ticken. Ja. Also wie soll ich sagen? Für mich ist das nichts. Ja. Also ich muss jetzt schon aufpassen auf YouTube, dass ich hier nicht irgendwie das ganze Video zerschieße, ja, weil ich mir jetzt irgendwie hier ein leiste. Ja, deswegen lassen wir das. Und seid gewahr, ich werde weiter hier für Erinnerung sorgen und dass wir das nicht vergessen, was hier wahnsinnig vielen Leuten angetan wurde und noch weiter angetan wird. Ja, mit solchen Formulierungen. Und im nächsten Artikel wird wahrscheinlich der Herr, wie heißt er nochmal, Nils Dampz, dann wahrscheinlich über Hass und Hetze auf Twitter sprechen. Ja, da kennt er sich ja aus. In diesem Sinne, abonnieren, liken, teilen, kommentieren und wenn ihr sagt, ja, der Kanal, der bringt mir was, da lasse ich auch gerne mal einen Taler springen. Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Und in diesem Sinne, kurzes Video. Servus! Der Rundfunk wird fallen und er muss fallen. Ja, so schaut's aus. Das ist auch von der Idee her ist es totaler Schwachsinn. Es kann nicht funktionieren. Ja, wenn in so einem großen Medienhaus oder Häusern die Politik maßgeblich bestimmt, was für Programm gesendet wird, dann kann ich nicht sagen, das ist hier ausgewogen und neutral und irgendwie alle
Perspektiven betrachtend, ja, ihr seid wirklich fertig. Ihr entlarvt euch jeden Tag mehr und naja, ich lasse es mal lieber. Ihr könnt euch euer eigenes Bild bilden und eure eigene Meinung bilden, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare, aber bitte nicht beleidigend werden. Ja, das muss ich löschen. Macht es gut, ihr Lieben. Servus, Nahat. Ja, so schaut's aus. Ratten, die in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Danke für gar nichts.